herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land 1.5. Ich habe wieder meine tolle Beschäftigung Paletten verladen im Angebot. Ich muss dann selber auch noch meine Paletten verladen. Aber dafür brauche ich erst einen Anhänger, den mir der Herr Müller hoffentlich bald wieder zurückbringt. Die Palette sitzt auch nicht richtig. Ach, das war so klar, ey. Hey, Grüger. Ja? Was ist los? Sie schauen so angespannt. Ah, ich glaube, das müssen wir noch mal ein bisschen üben. Können Sie das besser? Verladen. Können Sie das besser? Ja, mit dem Teleskoplader habe ich noch nicht versucht, aber mit dem Stapler auf jeden Fall. Stapler ist für Anfänger. So. Gut. Gut, danke schön. Das haben wir jetzt 10 Paletten. Ja, auf der Ladung. Ja, 10 und auf dem anderen sind es 11. Ich gebe Neumann weiter, dass sie 21 Paletten kriegen. Oder mitnehmen. Genau, machen wir so. Gut, danke schön. Gut, bitte, gute Fahrt. Wiedersehen. Tschüss. So, gut. Stopp! Bleiben Sie nochmal stehen. Ja. Fahren Sie nochmal ein Stück zurück, bitte. Einfach so nebendran nochmal. Das wäre schön. Ja, so ist gut. Dürfen ruhig da bleiben. Gucken Sie mal schön in die Kamera. Ja, bitte lächeln. Jawollo, danke. So, jetzt gute Schön. Fahrt. Tschüss. Danke, wiederschauen. Brauchst du fahren? Klingelingeling. Hallo, ist der Neumann? Jupp, servus, Volker hier. Also, der Krüger hat gerade 10 Paletten dabei und holt dann nochmal eine zweite Plattform mit 11 Paletten. Heißt, summa summarum 21 Paletten. Okay, jo, was? Stückpreis 1700 plus 20%. Moment, ich rechne kurz. Um 20%? Na, 10%. Ja, das stimmt, die Steuern können wir weglassen. Hättest du ja dann wieder gekriegt. Ja. 1700 mal 21 mal 1,1 gleich. Da haben wir 39 glatt. 39 glatt, okay. Jupp. Wie viele Paletten? 21, ne? Jupp. 10% plus. Wie viel glatt? 39? Jo. Okay. Also 21 mal 1,7 mal 1700 und dann noch meine 10% Gewinn drauf. Okay. Jetzt verstanden, ne? Oh, ich habe keine. Ja, okay. Ja, können wir machen. Müsste machen, sonst rufe ich den Krüger an und holen zurück. Ja, machen wir. Gut. Bis denn mal. So. Tschö. Tschüss. Ah. Ich brauche einen Anhänger. Das geht so nicht weiter. Habe ich vielleicht auf dem Hof noch einen Anhänger stehen, den ich benutzen kann? Ups, das ging aber flott.
Was ist denn jetzt los? So. Ich würde jetzt mal gucken, ob ich noch irgendwie einen anderen Anhänger habe, den ich benutzen kann. Ich weiß nicht, mein Eieranhänger. Vielleicht. Aber da gehen halt nicht so viele Paletten drauf, aber das ist erstmal egal. Ist natürlich auch die kleinste Kombination, die es gibt, ne? Den JD habe ich doch gar nicht mehr. Warum habe ich den Frontlader noch? Klingelingeling. Diesel. Servus, Volker hier. Servus. Du, hat dein JD eine Frontladerkonsole? Nein, aber mein Case. Ja, das ist relativ. Ich habe nämlich noch einen Johnny-Frontlader hier rumliegen. Oh. Jo. Ja, der Jürgen ist, glaube ich, heute gar nicht da, glaube ich. Weiß ich gerade gar nicht. Wegen was denn, Jürgen? Wegen dem Umbau davon. Ach so, dass du dir einen Umbau machst. Ja. Ja, obwohl das. Obwohl ich meine, ich habe mal mit dem Jürgen so gesprochen, ne? Er sagte zu mir, Patrick und Björn, die können das wohl auch. Er hat den zwei dort gelernt. Ja, ich meine, ist ja nicht so wichtig. Mir ging es jetzt nur darum, haben wir dafür Verwendung oder kann ich das verscherbeln, weißt du? Du kannst rein theoretisch verscherbeln. Mm. Weil ich habe ja einen mit Frontlader. Ja. Ah, nee, der ist jetzt zu schwach für die Bäume. Ja, das stimmt, dafür auch. Und vor allem auch, wäre es halt geschickt, wenn wir irgendwo Paletten fahren, wenn wir da einen Frontlader mit dabei hätten. Stimmt. Weil ich muss jetzt, ich guck mal, dass ich jetzt mit dem kleinen Strautmann ein paar Paletten verladet bekomme und runterfahre zum Metzger. Ja. Was ist mit dem Müller jetzt los? Weißt du da irgendwas? Ja, den haben wir da rausgekriegt. Der hat aber wohl noch irgendwie ein Gespräch mit dem Jäger gehabt. Hm. Warte mal, ich ruf den mal eben an, dass er dir den Hänger mal so langsam zurück. Nee, der weiß ja Bescheid. Ist halt so. Aber es nervt ein bisschen. Ich fange jetzt an, bei dir die 109 zu drillen. Jo, also passt. Gut. Bis denn mal. Ciao. Ah, ciao. Also, ich muss sagen, die ersten zwei Folgen oder drei Folgen diese Woche, die waren ja okay. Aber jetzt fängt es gerade wieder extrem das Hageln an. Das Ruckeln und das Zittern, das nervt ein bisschen. So. Okay. Wo kann ich denn hier... Wie viele Nägel sind da noch drin? 19.000. Ja, kann ich hier nirgends die rauslassen? Dann machen wir es halt so. Ist halt natürlich die Frage, wie kriege ich die dann beim Metzger entladen? Mal gucken.
Dann müssen wir dann mal gucken. Aber ja, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier zumindest ein paar Paletten auflade. Es ist halt gerade ziemlich heikel, so Paletten aufzuladen mit solchen Lecks. Nicht ganz so easy. Da fällt mal 5 Minuten später eine Palette um. Interessant. So. Ja, ich werde, denke ich, einfach mal alle Paletten, die ich jetzt gerade habe, außer die aus dem Lager, da sind, glaube ich, noch 3 Stück drin. Die werden wir jetzt dann bei dem bei Metzger reinmachen. Dass man da einfach mal... Ach man, ey. Da klemmt's Gaspedal. Das ist unglaublich. Und das bedarf so viel Geduld, ich sag's euch. Super, das hat geklappt. So, dann stellen wir die nämlich da nach oben drauf. Ich mach die mal kurz fest. Ich muss mal gleich gucken, wie viel Uhr wir haben. Und vor allem muss ich mal auf den Tag gucken. Gut, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen.
Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.